Da ist er wieder. Fünfmal kopiert und dreimal gesichert, ihr kleinen Zaubermäuschen. Und jetzt geht's los mit dem Video. So, es ist wieder soweit. Ich habe ein Paket bekommen und zwar von der Firma Nail Art Shop 24. Und was sich da drin befindet, sind auch die Sachen, die ihr schon öfter mal bei mir angefragt habt, bei Facebook, Twitter oder Instagram. Und zwar Acrylgel. Und das wollen wir heute mal ausprobieren, wie sich das Ganze verhält. Es ist kein normales Acrylgel, wie man es so kennt. Es ist ein bisschen anders und ja, das wollen wir heute mal ausprobieren. So, aber gucken wir doch erstmal, was hier in diesem Paket von Nail Art Shop 24 drin ist. Ja, schauen wir mal rein. Ach so, übrigens, vielen Dank für den Hinweis, dass meine Adresse im letzten Video zu sehen war. Ja, ich werde es jetzt nicht extra durchstreichen, weil meine Adresse ist relativ einfach zu finden. Man findet sie im Impressum, unter irgendwelchen YouTube-Links, Accounts steht die auch. Also, wer mir was schicken will, feel free. Aber gucken wir doch jetzt erstmal rein, was hier drin ist. Ich habe es ja schon mehrfach ausgepackt, also wundert euch nicht, wenn hier manche Sachen schon gebraucht aussehen. Wie zum Beispiel diese Tipps hier. Diese Tipps sind Ballerina-Tipps und diese Tipps kann man auch als Dual-Tipps verwenden. Werden wir auch nochmal durchgehen in einem separaten Video. Da habt ihr ja auch nochmal gefragt, wie ich da an die Sache rangehe. Genau, das wären dann schon mal diese Geschichte. Dann haben wir hier noch French-Schablonen. Werde ich jetzt in diesem Video nicht durchgehen, genauso wie die Pigmente, die dabei sind. Das machen wir nochmal in einem separaten Nailart-Video, denke ich. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein, genau wie in einem French-Video für die Schablonen. Mal gucken. Und dann kommen wir zum wichtigen Pinsel. Und zwar ist hier ein sehr dünner Einer-Pinsel drin, wunderbar zum Malen oder French machen, wie auch immer. Mit einem sehr interessanten Klunker, genau wie der hier. Ja, ist jetzt Geschmackssache, wem das gefällt. Ich finde es jetzt so semi-geil, ehrlich gesagt. Das hier ist dann ein Katzenzungenpinsel, genau, ein Katzenzungenpinsel für Acrylgel, ganz normal zum Verarbeiten. Und dann haben wir hier noch einen Primer, auch ganz wichtig zum Vorbereiten für den Nagel. Dann haben wir hier noch ganz wichtig ein Haftgel und zwar ist das ein Superbond. Kautschuk-Soak off Haftgel. Das bedeutet, dass ihr das mit Aceton ablösen könnt oder lösen könnt. So, so dann haben wir hier noch vier Farben. Gucken wir mal kurz rein. Zeige ich euch später auch nochmal, wie die auf dem Tipp aussehen. Ist ja auch immer ganz wichtig zu wissen, wie die decken und so. Dann hier noch ein Weiß. Ja, geht so. Dann haben wir hier noch. Das ist mal krachig. Und das hier müsste eine Versiegelung sein. Clear Pink. Ups. Genau. Ja. Wer es ein bisschen pinker möchte auf dem Nagel, wäre das die richtige Wahl. So, und dann kommen wir zu den Hauptakteuren in diesem Video. Und zwar die Acrylgele. Ja, gucken wir erstmal das hier rein. Das habe ich nämlich schon benutzt. Scheiße. Das habe ich schon benutzt. Deshalb ist es auch schon so leer. Ja, Acrylgel, die Farbe Natur Nude ist das in 15 Gramm. Ja, werden wir gleich nochmal drauf zukommen, denn das werde ich benutzen. Von der Konsistenz her sind die alle gleich. Ihr seht, die sind relativ stark oder beziehungsweise relativ dick. So, das wäre Nummer 1.
Dann kommen wir zur zweiten. Das wäre dann Natur Nails. Auch die gleiche Viskosität. Den nächsten, das müsste Clear sein, jawohl. Clear ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr mal irgendwie einen Glasnagel machen wollt oder keine Ahnung. Dann ist das auch ganz gut. Und was haben wir hier noch? Natur Soft. Ah ja, ein French. Und zwar, ja, sieht wie Natur French aus, also ein leicht durchsichtiges French. Und ja, so. Also ein leicht milchiges French, so meinte ich das. So, ausgepackt ist der ganze Bums. So, das wäre dann alles, was ich bekommen habe. Wir werden uns heute auf jeden Fall auf diese Gele konzentrieren, genau wie den Primer, das Haftgel und den Pinsel, denke ich mal. Ja, aber was ist so besonders an diesem Acrylgel? So, aber was verspricht der Hersteller jetzt, was dieses Gel so einzigartig macht? Da muss ich mal kurz ablesen. Und zwar einmal, es soll sich wie ein ganz normales Gel verarbeiten lassen. Das heißt, ihr braucht keinen Spatel, um das Ganze auf den Nagel aufzukratzen, aufzutragen. Zudem braucht ihr keinen Cleaner, um das Ganze dann mit drücken oder ziehenden Bewegungen zu modellieren. Ihr habt keinen Zeitdruck, da das Ganze sehr, sehr dick ist. Zudem ist das Ganze für jegliche Modellagearten geeignet. Dann ist das Ganze auch noch flexibel, pinchbar und was noch? Leicht befeilbar, auch ganz wichtig, weil Acryl lässt sich ja meistens sehr, sehr schlecht feilen oder sehr schwer feilen. Ja, zudem könnt ihr es auch noch für Babyboomer wunderbar benutzen. Das werden wir heute nicht testen. Wir werden uns heute erstmal auf die hauptsächlichen Eigenschaften konzentrieren und das mal ausprobieren. Denn ich finde, dass wenn das wirklich so gut funktioniert, wie das hier drin steht, wäre das eine super Alternative für Leute, die mit der Modellage noch nicht zurechtkommen, denen das Gel ständig in die Ränder läuft oder die einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um das Gel aufzutragen. Zudem könnte man das Ganze auch super im Sommer dann verwenden, wenn es wirklich ein bisschen wärmer ist und ein herkömmliches Gel dann auch flüssiger ist. So, Franzi ist da und wir gucken uns erstmal an, wie die Nägel jetzt aussehen. Nichts mehr drauf. Ich werde jetzt erstmal Tipps draufkleben, Nägel vorbereiten und tralala und dann geht's sofort weiter. So, ich habe jetzt die Nägel erstmal vorbereitet. Ich schmeiße jetzt noch schnell den Primer drauf, der dabei war. Nicht auf den Tipp, ganz klar. Achso, wer noch keinen Plan hat, wie Tipps gehen, der darf gerne mal in dieses Video reinschauen. Da gebe ich ein paar Tipps für Tipps. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt den Primer drauf. Nicht auf den Tipp, nur auf den Naturnagel. Und dann kommt auch direkt das Haftgel. Beim Primer darauf achten, wenn ihr den frisch aus dem Fläschchen nehmt, kurz mal abtupfen, damit das nicht so viel drauf ist. Denn wenn das Zeug auf der Haut kommt, kann das gerne mal brennen. Bremse wollte ich jetzt sagen, brennen. Vor allem, wenn die Kundin schon irgendwo eine Verletzung hat. So. Das Ganze lasst ihr dann kurz einziehen und dann kommt auch schon das Haftgel drauf. Ich nehme jetzt auch den super mega Glitzerpinsel mit Steinchen hier. Tralala. Das ist Geschmackssache, wer denen gefällt. Wer denen gefällt? Wer dem gefällt. Nee. Das ist Geschmackssache, wer dem gefällt. Wer. Wem der gefällt. Wem der gefällt. So. Schon nicht so einfach. Ist nicht so einfach, ne. Ich mache erstmal ein Tröpfchen drauf. Bei dem Zeug ist wichtig, dass ihr das wirklich nur hauchdünn auftragt. Also ganz stark einmassieren und wirklich ganz dünn auftragen. Richtig schön in jede Ecke einmassieren das Ganze. In den Naturnagel und in den Tipp. Wirklich ganz dünn.
So, dann kommt das Ganze für 60 Sekunden in die Lampe rein. Und dann fangen wir auch schon direkt an mit dem Acrylgel. So, der Hersteller sagt, wir brauchen keinen Spatel dafür, können natürlich einen benutzen, aber ich benutze jetzt einfach mal den Pinsel und nehme das da damit raus. Arbeite das Gel erstmal so ein bisschen in den Pinsel ein und dann nehme ich mir mal so ein bisschen und zeige mal die Hand. Und dann fange ich jetzt erstmal an, das Ganze dünn auf den Nagel komplett einzustreichen. Damit wir auch wirklich in jede Ecke kommen. Und dann nehme ich mir so ein bisschen mehr. Danke. Fürs Festhalten. Und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze modellieren lässt. Ich fange immer hinten in der Ecke an, also bei der Nagelhaut schiebe ich mir das erst hin und dann arbeite ich mich nach vorne zur Spitze. Hier brauche ich noch ein bisschen mehr. Und dann nach vorne runterziehen. Zum Schluss nochmal einen Blick an der Seite, ob ihr auch wirklich den Apex getroffen habt und den schön ausarbeitet habt. Mit dem Acrylgel könnt ihr euch wirklich Zeit lassen, das Ganze vernünftig zu modellieren. Umso schöner ihr das modelliert habt, umso weniger braucht ihr natürlich nachfeilen und habt wieder ein bisschen Zeit gespart. Ja, und dann kann das Ganze auch schon in die Lampe rein. Auch wieder 60 Sekunden, 90 Sekunden aushärten und ja, dann geht's mit dem nächsten Finger weiter. So, nachdem das Ganze ausgehärtet ist, probiere ich jetzt nochmal aus, ob man auch direkt zwei Finger modellieren kann. Dafür streiche ich erstmal beide Finger mit dem Gel dünn ein. Nummer 1. Und dann fangen wir mal mit dem an. Der ist ein bisschen größer, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Gel. Ups, gekleckert. Fangen wieder in der Mitte an, machen wir so einen kleinen Knubbel, schieb den dann zur Nagelhaut und dann arbeite ich mich nach vorne zur Nagelspitze. In der Mitte ein bisschen mehr stehen lassen, weil da ist der Apex, die Bruchstelle. Dann braucht man ein bisschen mehr Gel und dann schön nach vorne arbeiten und dann vorne so ein bisschen das Ganze runterziehen, damit die Spitze schön flach ist. Damit die Kundin auch mal ein Geldstück aufheben kann. Nochmal eine Seite, nochmal eine Seite, nochmal einen Blick an die Seite. Dann wäre der erste fertig, machen wir direkt noch den zweiten. So, der erste ist nicht verlaufen und der zweite ist auch fertig. Kann auch in die Lampe rein. Wunderbar. Also zwei gehen auch damit. Aber wer Anfänger ist, sollte lieber einen vernünftig machen, anstatt zwei schnell und nicht vernünftig. Und ja, als nächstes werden wir Schablone verlängern und pinschen. So, Schablone habe ich schon mal draufgeklebt. Wer nicht weiß, wie es geht, gerne mal in dieses Video reinschauen. Ich werde jetzt das Gel, Acrylgel, hier einmal komplett dünn auf den ganzen Nagel auftragen.
Und dann werden wir dann den Nagel verlängern. Ruhig ein bisschen mehr auf den Übergang, damit euch das nicht abplatzt, abgeht, abreißt, abbricht, wie auch immer. So, das Ganze kommt dann jetzt für ein paar Sekunden in die Lampe. Müssen wir mal austesten, wie lange. Ich schätze mal so 30 Sekunden. 26, 27, 28, 29, 30. Sehr gut. So, das Gel ist gut angehärtet. Erstmal die Schablone ab. So. Und dann drücken wir das Ganze schon mal so ein bisschen in Form. Pinchklemme dran. Na, hier ist ein Haar. So. Pinchklemme dran. Und dann ab dafür in die Lampe zum kompletten Aushärten. So. Fertig, gepinscht ist das Ganze. Schön schmal der Nagel jetzt auf jeden Fall. Und dann können wir jetzt auch schon direkt mit dem Aufbaugel weitermachen. Wer jetzt French machen wollen würde, das würde jetzt kommen. Also das heißt, ihr müsstet den Nagel nochmal nachfeilen und jetzt den French auftragen quasi. Möchte ich nicht, weil die Nägel werden komplett einmal lackiert mit UV-Gel-Nagellack. Wir wissen noch nicht, welche Farbe. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt das Aufbaugel drauf. Da ich den Nagel ja schon einmal komplett eingestrichen habe, brauche ich das jetzt nicht nochmal machen. Das heißt, ich fange direkt mit dem dicken Aufbaugel an. Krass, wenn man auch den Hubschrauber hört. So, das Ganze kann dann auch wieder zum Aushärten einmal komplett rein. So, das war es jetzt erstmal im Großen und Ganzen mit dem Gel. Ich werde jetzt mal gucken, wie sich das Ganze feilen lässt, weil Acryl lässt sich ja sehr schlecht feilen, weil es sehr hart ist und ja, es lässt sich halt schlecht feilen. Und das werde ich jetzt hier mal ausprobieren, ob das mehr wie Gel ist oder mehr wie Acryl. Ich denke mal, es wird mehr wie Gel sein und ja, Fazit gibt es dann danach. Farben möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Farben ließen sich gut auftragen. Ich hatte keine Härtungsprobleme. In diesem Beispiel habe ich es jetzt hier zweimal aufgetragen, damit es auch vernünftig deckt. Müsst ihr natürlich wissen, wie oft ihr das drauf schmieren wollt. Das bleibt ganz euch überlassen. Ja, wie gesagt, keine Härtungsprobleme. Ja, und so viel zu den Farben. So, wie ist jetzt mein Fazit zu diesem Acrylgel? Ich muss sagen, ich finde es echt ganz super. Also es lässt sich wirklich gut verarbeiten. Ist zwar erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da es wirklich ein bisschen dicker ist als normales Gel. Also wer ein normales Gel gewöhnt ist, der braucht wahrscheinlich erstmal ein, zwei Nägel, um das so ein bisschen auszuprobieren. Ansonsten ist das eine super Alternative für Leute, die mit der Modellage noch nicht so gut klarkommen, die wirklich ein bisschen mehr Zeit brauchen, um Gel aufzutragen, um den Apex richtig zu treffen. Tralala. Und ja, diejenigen auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Und zudem ist das wahrscheinlich auch noch eine gute Alternative für den Sommer, wenn es wirklich sehr heiß ist und euch das Gel in die Ränder läuft und unter der Lampe zu stark verläuft, dann wäre das wahrscheinlich auch noch eine gute Alternative. Feilen ließ sich das Ganze auch super, also keine Probleme gehabt irgendwie. Normales Acryl lässt sich ja sehr schwer feilen, sehr hart, dass da sehr hart ist.
Da hatte ich jetzt hier keine Probleme. Wie ganz normales Gel ließ ich das Ganze fallen. Ansonsten pinchen ließ sich das Ganze auch sehr gut. Und die dritte Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass es wahrscheinlich auch besser hält. Also das müsst ihr dann wirklich mal ausprobieren, wenn ihr wirklich Problemnägel habt oder Problemkunden, wo das Gel nicht hält, dann wäre das auch eine Alternative, das mal auszuprobieren, ob es nicht vielleicht sogar besser dann bei den Kunden oder bei euch hält. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auf den Social Media Accounts, wie das Ganze bei Franzi jetzt hält. Ich denke mal, so nach 3 Wochen werden wir dann mal ein Fazit ziehen auf Social Media, wie das Ganze gehalten hat. Ja, schaut da gerne mal rein. Ansonsten soll es das jetzt gewesen sein für dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Ansonsten gerne sharen, teilen, liken. Ihr kennt das ganze Spielchen. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Chris.